Heute möchte ich die Schlachterbibel vorstellen, auch wenn ich glaube, dass sie eigentlich keiner großen Vorstellung bedarf. Die Schlachterbibel zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie mit einem sehr, sehr großen, reichhaltigen Angebot daherkommt. Es gibt sie in jeder Preiskategorie. Es gibt sie mit vielen verschiedenen schönen Einbänden. Und es gibt sie in zahlreichen Studienbibelvarianten. Hier die Genfer Studienbibel, eigentlich die neue Genfer Studienbibel. Es gibt eine MacArthur Studienbibel, die neue induktive Studienbibel, basiert auch auf der Schlachter. Also da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Schlachterbibel hier in der Ausgabe der Schlachter 2000 basiert auf dem Übersetzungswerk von Franz Eugen Schlachter, der ein Erweckungsprediger und Missionar in der Schweiz war um die Jahrhundertwende, und 1905 hat er im Prinzip die erste neue deutsche Bibelübersetzung, seine Schlachterübersetzung, veröffentlichen können. Und zufälligerweise habe ich hier in einem Secondhand-Laden ein Exemplar gefunden, das jetzt nicht von 1905 ist, sondern Schlachter selbst ist 1911 gestorben und 1905 machte ihn die sogenannte Miniaturbibel bzw. Handbibel bekannt, die sich dadurch auszeichnet hat, dass sie sehr, sehr dünn war. Und das hier ist eine Ausgabe der Deutschen Bibelgesellschaft von 1918, die aber die gleichen Charakteristika aufweist wie die Miniaturbibel von Schlachter selbst. Nämlich zum einen, dass sie sehr dünn ist, sehr handlich ist und einen sehr, sehr kleinen Druck aufweist. Zoomen wir mal rein, der aber trotzdem erstaunlich gut lesbar ist. Also das ist wirklich faszinierend, obwohl der Druck so klein ist, wie gestochen scharf der Druck ist. Und können das hier mal an den Psalmen demonstrieren. Also hier haben wir auf weniger als einer Seite, weniger als eine ganze Seite, haben wir die ersten 5 Psalmen schon hinter uns gebracht. Unglaublich. Es gab eine Revision durch die Schweizer Bibelgesellschaft 1951. Und dann wurde gegen Ende des 20. Jahrhunderts wieder die Revisionsarbeit aufgenommen. Aber das lief nicht ganz so wie gedacht. Und dann hat sich das Revisionsprojekt gespalten. Einmal in die resultierende Schlachter 2000 und einmal interessanterweise in die eher frei übersetzte neue Genfer Übersetzung, die aber auch durchaus lesenswert ist. Schauen wir hier aber in die Schlachter 2000 rein. Das ist die Taschenausgabe, die mit 2 Lesebändchen daherkommt. Die allermeisten Ausgaben der Schlachter 2000 kommen mit 2 Lesebändchen daher, was mich sehr, sehr freut. Und wir haben hier am Anfang etwas festere Seiten, auf denen wir Karten finden. Und auch am Ende haben wir ein paar Karten. Ich muss sagen, dass ich persönlich nicht unbedingt ein Fan dieser Karten konkret bin, weil mir die Farbwahl erscheint mir oft ein bisschen
flach. Also das Israel ist ja jetzt nicht gerade ein flaches Land, aber wenn man sich jemand hier sehr gut sieht, aber trotzdem durch die Farbwahl kommt das für mein Empfinden nicht besonders schön raus. Die allermeisten Ausgaben der Schlachter 2000 sind mit Parallelstellen und Studienhilfen. Nur die sehr günstigen, also die Kaffeebibel zum Beispiel oder die Miniaturausgaben, die sind ohne Parallelstellen. Hier haben wir eine Einleitung der Herausgeber. Und dann haben wir eine recht lange, aber sehr informative Einleitung zu der Übersetzung an sich und Hinweise zur Nutzung der Schlachterbibel. Und die Schlachter 2000 ist eine von, wenn ich mich nicht irre, zwei deutschen Bibeln, deren Textgrundlage nicht der Nestle-Aland ist, sondern der Textus Receptus, so gesehen. Also wer gerne das Coma Johanneum, also 1. Johannes Kapitel 5, Verse 7 und 8, in einer seiner Bibel lesen möchte, der findet die hier drin. Viel erklärt. Und hier kommen wir dann zum Bibeltext. Den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Der Aufbau vom Layout ist so, dass wir immer den Buchtitel haben und eine Einleitung in das Buch. Und dann haben wir den zweispaltigen Bibeltext und links und rechts davon haben wir die Querverweise und ganz unten auf der Seite haben wir Fußnoten, erklärende Fußnoten. Und der Bibeltext selbst ist versweise gesetzt. Also nicht abschnittsweise, kein Blocksatz, sondern die einzelnen Verse stehen immer für sich. Und ich habe mir schon sehr, sehr viele Bibeln angeschaut. Ich muss sagen, dieses Layout, das die Schlachter 2000 hier gewählt hat, ist eines der besten Layouts, das ich je gesehen habe. Zweispaltiger, versweiser Bibeltext, Querverweise an der Seite, an den Versen, wo der Querverweis ist, und unten erklärende Fußnoten. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Besser kann man es natürlich immer machen. Wenn wir hier in die Psalmen gehen, dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn man hier der Poesie ein bisschen gerechter geworden wäre und das eben nicht im gleichen Stil weiterhin gesetzt hätte wie den sonstigen Bibeltext, sondern im poetischen Versmaß. Aber immerhin, wir haben hier in Psalm 119 etwas, das wir auch in kaum einer deutschen Bibel wiederfinden, nämlich die Einteilung von Psalm 119 in die 8 Verse je hebräischen Buchstaben. Es ist ja so, dass die ersten 8 Verse von Psalm 119 beginnen im hebräischen Urtext mit Aleph, die nächsten 8 Verse beginnen mit Bet und so weiter. Das hat eigentlich kaum eine deutsche Bibel so herausgearbeitet. Wenn wir in das Neue Testament schauen, dann stellen wir fest, dass Zitate aus dem Alten Testament hier mehr oder weniger als direkte Rede auftauchen und somit sich eigentlich nicht vom sonstigen Bibeltext abheben,
Auch da hätte man sich noch etwas einfallen lassen können, aber davon abgesehen ist hier alles vorhanden, was man braucht. Diese Bibel hat einen recht umfangreichen Anhang. Den wir hier finden. Und neben den üblichen Dingen wie Maße, Gewichte und so weiter finden wir israelitische Feste, Zeitangaben zur Heiligen Schrift. Wir finden hier die wichtigsten Weissagungen über Christus und wie sie sich erfüllt haben. Weissagung, Bezug zu Christus und die Erfüllung, wie sie im Neuen Testament bezeugt ist. Und wir wissen, es gibt ja etliche Weissagungen aus dem Alten Testament, die Jesus erfüllt. Wir haben hier Verweisstellen zu den wichtigsten Reden und Taten von Christus. Wir haben hier, was ich sehr schön finde, eine Einführung in die Stiftshütte und den Tempel. Guten Darstellungen, Zeichnungen. Hier der Tempel des Hesekiel. Wir haben Sach- und Worterklärungen, ein sehr umfangreicher Anhang, der diese doch recht kleine Taschenbibel zu einer sehr umfangreichen Studienbibel macht. Viele Sach- und Worterklärungen. Es gibt zur Schlachter 2000 ein Extraband, der eine Konkordanz enthält. Also hier in der Ausgabe selbst ist keine Konkordanz enthalten, aber man kann sich eine Extra-Konkordanz erwerben, die sehr, sehr umfangreich ist. Und dadurch wird jede Schlachterbibel für das Bibelstudium unschätzbar. Weiter Sach- und Worterklärungen. Hier haben wir noch ein Verzeichnis unterschiedlicher Textformen zwischen dem Mehrheitstext und dem Textus Receptus. Hier sei gesagt, damit mit dem Mehrheitstext ist nicht der Nestle-Aland gemeint, sondern wir haben hier im Prinzip drei verschiedene Textformen: Mehrheitstext, Nestle-Aland und eben Textus Receptus. Und Anregungen zum Bibelstudium. Mit Vorschlägen zum Bibelstudium und dann auch einer Reihe von Bibelleseplänen. Ich muss zugeben, dass ich die Bibellesepläne nicht unbedingt sehr gut finde. Sie helfen natürlich, wenn man die Bibel von Genesis 1,1 bis Offenbarung 21 komplett durchlesen möchte, Offenbarung 22 komplett durchlesen möchte. Von vorne nach hinten, dann geben sie einem Struktur, aber man hätte das eventuell auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können. Wobei wir hier in dieser Variante mit den 365 Tagen durch die Bibel, da hat man ein bisschen mehr Möglichkeit, sich Abwechslung in den Text hineinzubringen. Das ist sehr gut. Sonst endet man in irgendeiner langatmigen Stelle in 2. Chronik und legt dann die Bibel doch in die Ecke.
Genau. Und das war's. Schlachter 2000. Allein durch den Umfang an Ausgaben, durch den Umfang an Informationen, die in dieser Bibel selbst drin sind, mit den Querverweisen allein und mit den Fußnoten allein, selbst wenn es den Anhang nicht gäbe, eine sehr, sehr hervorragende, absolut empfehlenswerte Bibel. Die perfekte Bibel gibt es nicht, aber die Schlachter 2000 kommt verdammt nah ran.